Ja, moin zusammen und willkommen zurück zu Effusionware Where That Easy. So, ich glaube, ich habe da was rausgefunden. Ich bin da einer ganz großen Sache auf der Spur. Nämlich, wenn ich mit der rechten Maustaste draufklicke und einen Augenblick halte, dann geht das schon. Okay, was hat das jetzt gemacht? Das hat es da oben freigelegt, ne? Okay, kann ich jetzt da. Okay, so. Das hat das freigelegt. Oh, Moment, da kommen wir hin. Moment, so. Was muss. Nee, halt. Ach so, dafür werde ich wahrscheinlich die Gewichte brauchen, ne? Kann das sein? Hm. Nee, 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 nee. So. Okay, kann ich das mitnehmen? Dann nicht. Warum ist das nicht? Ich möchte es mitnehmen. Hä? Gewicht, ja. Ah, okay, hab's begriffen. Gut, auch die Maus da. Warte, was hat das? Das hat gar nichts gemacht. Ich muss einen tiefer kommen. Kann das sein? Das geht nicht. Okay. So. Okay, ich gehe mal da wieder hin. Das hat gar nichts gebracht. Toll. Geh mal hier hin. So, jetzt ist er. Ah, okay, jetzt ist er hier. Gut. Okay, so. Den kann ich doch bestimmt mitnehmen. Und dann schon mal hier hinlegen. Das ist ein bisschen. Na gut. Okay, so. Und jetzt hier drauflegen, oder? Okay. Das geht nicht. Wenn das Gewicht da drauf ist, dann geht das nicht. Aha. Okay, gut. Dann nehmen wir das Gewicht halt eben wieder auf. Bringen das Gewicht hier hin. Und. Ach. Okay, so. Jetzt kann ich immerhin dahin gehen, aber das bringt mir nichts, wenn ich den Knopf da nicht. Okay. Cool. Moment. Oh, ah, Moment. Hahaha. Ja, ich weiß. So. Nee, das bringt, nee, bringt mir überhaupt nichts. Bringt mir überhaupt nichts. Ach, wie cool. Krass. Okay, den nehmen wir erstmal wieder runter. Den nehme ich erstmal wieder mit. So, den legen wir hier ab. Das ist jetzt blöd. Okay, wo muss ich den draufstellen? Also nicht, kannst du bis da oben hingehen? Das geht. Okay. Und dann bis hier hingehen. Bringt aber irgendwie nichts, ne? Jetzt funktioniert er nicht. Nein, das ist doch Käse. Nee, du funktionierst hier auch nicht. Hä? Okay. Das Gewicht loswerden, hier draufstellen. Das geht, okay. Aber dann kannst du hier nichts machen. Cool. Hä? I don't get it. So funktioniert's? Nein. Okay, cool. Jetzt wäre der da frei. Also wir müssen irgendwie das Gewi dieses Gewicht dahin bekommen. Okay.
das funktioniert ja gerade nicht. Aber ich kann doch nicht. Hä? Das funktioniert doch nicht. Kann ich das nochmal von vorne beginnen? Irgendwie habe ich das Gefühl. Nein. Hier auch nicht mehr raus. Und skippen möchte ich eigentlich nicht. Ich würde es schon ganz gerne mal probieren. Nee. Dann rennt er direkt wieder dahin. Und so funktioniert es nicht. So kann ich den Aufzug nicht bewegen. Ich kann den Aufzug nur bewegen, wenn ich selbst draufstehe. Okay. Nein. Funktioniert nicht. Nee. Das denn irgendwie da in die Lücken packen? Das geht auch nicht. Nee. Hä? Leg den mal wieder ab. Das geht nicht. Das geht auch nicht. Okay, ich kann das Ding nur auf einem Knopf ablegen. Nee. Das ist doch Käse. Okay, den kann ich bewegen. Gut. Okay, das ist ja schon mal was. So, dann würde ich hier nämlich das Gewicht aufnehmen und das Ding hier wieder ablegen. So, und jetzt kann ich da drauf gehen, diesen Button betätigen und das Gewicht da rausholen. Okay, das ist ja schon mal was. Gut, ich weiß zwar nicht, wie ich das gerade gemacht habe, aber hey. Okay. So, das legen wir jetzt hier ab. Und dann müsste ich, wie denn jetzt? Den holen wir runter. Der hier schaltet den aus. Okay. Der schaltet den aus. Gut. Das heißt, ich brauche das Gewicht eigentlich hier, ne? Ich weiß noch nicht, was der Knopf da oben... Ich würde gerne erstmal herausfinden, was der Knopf da oben macht. Der schaltet den aus. Okay, alles klar. Gut, das heißt, den hier nehmen wir mit. Gehen dann nach unten rein. Na toll. Okay. So, jetzt legen wir den hier ab. Okay. Und jetzt... Jetzt müsste ich hier hoch, um auf das Rote... Nein, 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 nein. Mach das mal hier, bitte. So, genau, den nehmen wir mit. Ach, jetzt geht das wieder nicht. Das geht wieder nicht. Warum geht denn das jetzt wieder nicht? Eben hat das doch funktioniert. Ich ihn mal ab. Ich komme da wieder nicht dran. Das sieht mir nach einer Timelapse aus.
Okay, das war nur ein klitzekleines bisschen nervig. So, wo sind wir denn jetzt aber hier? Loch? Hä? Exit. Warte mal, das hatte gar nichts mit dem Ergebnis des Spiels zu tun. Das hatte überhaupt nichts mit dem Ergebnis des Spiels zu tun. Frechheit. Oh. Okay, Roboter parken. Hä? Das hatte gar nichts damit zu tun? Warum denn nicht? Was? Okay, also ich kann. Ja. Oder muss ich hier jetzt eine der Kisten rausholen? Ist das das Ziel? Kann das sein? So. Achso, das geht natürlich wieder nicht. So. Okay. Nee, siehst du, das funktioniert nämlich nicht. Ach, Alter. Mann, warum denn? Ach, Quatsch. Blödsinn. Wie habe ich das jetzt eben gemacht? Hier ablegen. Und dann da hoch. So. Ne, wie habe ich das eben gemacht? Nein, es funktioniert nicht. Nein. Ich glaube, ich bin da oben hochgegangen. Und dann hier rüber und habe das hier drauf gedreht, ne? Ja. So, und dann bin ich da unten hin und habe hier getauscht. Und bin so da oben hin. Hab den nach oben geholt. Und dann hier hingelegt. So, und kann ich denn jetzt diese Kiste hier mitnehmen? Das ist okay. Gut. Halt, hier komme ich auch schnell heraus. So. Genau. Okay. Wow. Jetzt hat er die Kiste in der Hand. Okay, und dann kann ich die hier reinparken. XD. Ja. Was? Ja, dann mach's doch auch. Ich raff das nicht. Aktiviere Roboterstern. Ich habe jetzt das Ding. Seltsame Anordnung. Jetzt hat er es gemacht. Aha. Jetzt ist die am Start. Okay. Yeah, geschafft. Okay. Boah. Das war merkwürdig. So, heißt das, ich komme jetzt nach unten. Ist das richtig? Das ist richtig. Okay, ich komme nach unten. Ja. Okay, wow. So, hallo, da bist du ja. Seltsame Anordnung. Ich glaube nicht, dass ich. Ich glaube, damit schaltet man die Pumpe ein. Was ist das? Ach du liebe Zeit, da ist noch irgendwas Komisches. Reset. 087. Was kann ich damit machen? 3. 2. Was mache ich damit? Reset. 3.3. Damit spring ich 3 weiter. Okay. Und ich muss wahrscheinlich da unten reinkommen. Kann das sein? Enter. Also irgendwie muss ich dahin kommen. 3, 2, 2. So. Oh, ach so, 2 geht es nur weiter. Hahaha. Drei.
Achso, eins. Hier. Ach nee, da geht es ja zu 4 und nicht zu. Ah, nee, geht nicht. Okay. Nee, damit bin ich raus. Okay, nochmal Reset. So, also. Also, ich kann 3 weitergehen. 4, 2, 2, 2. Nee, das kommt nicht in Frage. 3. Kann ich eigentlich auch diagonal springen? Oh, das geht auch. Ah, okay. Gut. 3. Okay, ich müsste auf den da kommen, ne? Der hier 2. Auf die 2 komme ich von hier aus nicht. Von da aus auch nicht. Von hier aus auch nicht, aber von da. 1. Das geht nicht. 4 geht nicht. 2 funktioniert hier. Also da hoch. Da. 2. Der ist nicht, der ist nicht. Der ist nicht, der ist nicht. Da muss ich hinkommen. Dort, auf die 3. 3. Auf die 3 komme ich von der 2 aus. Auf die 2 komme ich von hier aus. Von hier aus. Auf die komme ich. Von hier aus. Oh meine Güte, ist das kompliziert. 2. Auf die komme ich gar nicht. Okay, passt nicht. Also, auf die 2, auf die 1, auf die 2, auf die... welche war es von hier aus? Auf die 2. Nee. Gibt es noch einen anderen Weg? 2, 1, 2, 1. Nee. 2. Zumal auf die 3 gehe ich erstmal. Von der 3 komme ich hier hin. Das bringt mich aber nicht weiter. Nee. 1, 2, 3. Auf die 3. 1, 2, 3. 2. 2. Nee. Die 3. Die 4. Und kann ich nur in diese Richtung gehen? 3. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3, 4. 2. 3. Ach nee, das ist, da komme ich auf die 2. Schade. Also 3. Auf die 2. Auf die 2. 3. 1, 2, 3. 1. 1. Da komme ich aber nicht bis ganz dran. 4 geht nicht. Die 4 geht auch nicht. Okay, das ist nicht der Weg. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Hm.
Kann ich den einen überspringen, wenn der hier nicht mehr da ist? Okay, 1, 2, 3. Versuche ich es mal mit dem da. 4. Dann habe ich nur noch diesen Weg. 3, 4, 2. Dahin geht's nicht. 2, da komme ich einen hoch, komme ich darüber. Komme ich darüber, komme ich darüber. Aber nicht bis dahin. 4, nee. 2. 2. 2. 3. 2. Damit drehe ich mich nur im Kreis. Nee, ich muss nach da gehen, ne? 3. 1, 2, 3. Das bringt mich nicht weiter. 1, 2, 3. Komme ich dahin? Von hier aus gehen wir nach da oben. Aber wir müssen ja letztendlich hier landen. Also eigentlich da landen. Ah, Leute, das ist kompliziert. Ach, warte mal, ich müsste da hinkommen, ne? Da, 3 und dann 2 und dann. Das passt. Guck mal, so, so, so. Wie hatte ich das jetzt eben ausgetüftelt? 2, 1, 2 und Enter. Hahaha, da tut sich was an der Pumpe. Ey, cool. Krass. Oh, okay. Geschafft. Ja, ist da noch was? Ich glaube, damit schaltet man die Pumpe ein. Was ist das? Nein, ich will das nicht nochmal. Nee, 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 okay. Enter. Nee, ist gut. Nein. Ach, verdammt. Das ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Okay, wie habe ich das eben gemacht? So, so, so. Und dann weiß ich nicht mehr. Komm schon, ich muss das doch jetzt nicht wirklich nochmal machen, oder? Ich skippe das jetzt, komm, ist egal. So, die ist eh an. Hi, können wir mit dir irgendwas machen? Scheinbar nicht. Heißt das, ich komme jetzt weiter runter? Ganz unten. Ja, das geht. Gut. Und da muss doch dann dieses Dingelchen da eingesetzt werden, ne? Hier, Halterung. Der Sicherungssteckplatz. Genau. Und hier kommt die jetzt rein. Okay. Gut. Sicherung sitzt. So, jetzt sollten wir die einschalten können. Oh-oh. Was? War nicht gut? Förderer. Geschafft. Ah, ich glaube, die Anlage läuft. Super. Die Pumpe fördert das Cäsium wieder nach oben. Gleich mal nachsehen. Ja, genau. So, meine Güte. Was für eine Anlage. Ja, ruhig noch weiter nach oben. Wir gehen ganz nach oben. Ob das hier irgendjemandem auffällig wird? Ich würde es ja eigentlich ganz gerne mitnehmen, ne? Nee, Gitter geht aber nicht ab. Na, dann schläft er wohl noch ein bisschen weiter. So, und hier können wir uns da etwas von dem Cäsium abzapfen. Cäsiumbehälter. Das Cäsium sprudelt wieder. Ich brauche einen Behälter, um das zu transportieren. Zum Beispiel diese Flasche. Her damit. Aha, sehr gut. Endlich frisches Cäsium mit einem winzigen Hauch Knoblauch. Sehr gut. Okay, das heißt, wir hauen jetzt einfach ab. Kommen wir hier so einfach raus. Hallo. Hey Barry. Die Förderanlage läuft wieder. Endlich. Du kannst nun gehen. Deine Arbeit ist erfüllt. Oh, Lorem Ipsum. Ja, Lorem Ipsum. Ja, okay. Also nichts wie raus hier. Puh. Okay. Aber haben wir denen dadurch nicht auch einen Vorteil verschafft? Ich bin nicht sicher. Lass mich hier eben nochmal gucken. Mit den Telefonnummern ist hier nichts, ne? Nee. Den Zettel kann ich da nicht mitnehmen. Nee.
Das sind alles vierstellige Nummern. Das hatten wir auch gesehen. Okay, hier ist nichts weiter. Na gut. So, wir sind raus und wir haben auch das Dingelchen mitgenommen. Genau. So, was haben wir denn? Das hier. Jetzt brauchen wir nur noch die Schale. Woher bekomme ich die Schale? Weiß ich nicht, aber ich würde erstmal ins Labor gehen. Achso, warte mal, das können wir auch ein bisschen einfach haben, ne? Anstalt Forschungszentrum. Wenn ich gehe, sollte ich mich wieder umziehen. Ja, das ist ein guter Plan. So, die Schale. Ist das irgendwas mit dem Fisch, ne? Kann das sein? Okay, hier sieht es nicht gut aus. Ja. Ach, warte mal, steht hier irgendwas rum? Ja, nee, tut es nicht. Also, wir gehen nach oben. Und dann, ich wette, dass dieser Duschkopf, dass der hier drauf kommt. Siehste, passt perfekt. Haltung, kann ich da schon was? Nee, sitzt perfekt. Kann ich hiermit irgendwas machen? Wahrscheinlich nicht, ne? Oh, doch. Yeah. Okay, das Wasser kühlt die Maschine ab. Ja, reicht aber nicht, ne? Oh-oh. Wasser verdampft. Oh nein, nichts ist ja auch noch kaputt gegangen. Oh nein. Ne, es ist bestimmt besser als vorher. Ja, ist es garantiert. Oh je. Ich sollte jetzt besser gehen. Aber sowas von. Sollten wir das nicht erstmal ausschalten? Nein. Fingerabdruck. Okay. Ja, cool. Ich hau ab. Tschüss. Oh. Wir haben diese Situation eher verschlimmert als verbessert, ne? Oh, toll. Na gut. Daniel, was ist passiert? Oh Gott, der Reaktor, wir müssen ihn stoppen. Wie er schreit, ne? Sonst werden wir die Nacht nicht überleben. Keine Sorge, Professor. Ich hab's im. Oh, hier. Ich bringe das Ding in Ordnung. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Daniel, wenn du es nicht schaffst, ist es das Letzte, was du tust. Oh. Hier, da, große Abdeckung. Ja, Astrein. Das ist es doch. Das war also genauso geplant. Ach. So, warte mal. Das müsste doch hier. Ja, genau. Nämlich so. Ja, Astrein. So, wir brauchen das jetzt nur noch dem Prof geben, ne? Moment, da komme ich auch schneller hin. Augenblick. Anstalt. So. Hier. Juhu, ist jemand da? Hallo? Da ist er ja. Moin. Hey! Hi. Ich habe die ganzen Sachen. Kann ich das auch alles auf einmal geben? Ich habe Geschichten. Was? Ich habe Geschichten über dich gehört. Ich bin in das Hauptquartier des Clans eingebrochen. Oh! Clan? Ja, die Typen mit den lilanen Kutten. Und da habe ich ein paar Geschichten über dich Huh? gehört. Okay, oh, Geschichten. Na ja, erzähl sie mir. Alle. Scheinbar bist du ein zeitreisender Wahnsinniger, der damals in der Zukunft einmal reich war und den teuflischen Plan verfolgt, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Hey! Wow, Oh! das klingt verrückt, findest du nicht? Ja, die da gucken, etwas anderes. Ja, klingt fast so. Was, wenn es wahr ist? Das kann unmöglich wahr sein. Und was ging es doch gleich? Oh, genau darum. Du hast dein Gedächtnis verloren. Wie kannst du dir sicher sein, dass du kein wahnsinniger Zeitreisender bist? George? Ich denke nach. Und um was ging es doch gleich? Klingt verrückt. Oh. Ah, wäre ich wirklich reich und verrückt, wäre es sicherlich nicht hier drin, ne? Sondern in einer Einrichtung, der es Melonen zum Frühstück gibt. Die Einrichtung für Nicht-Verrückte versteht sich. Ja, hat er irgendwas? Es geht um Hey. Lila-Gruppen. Power-Eidechsen. Was? Hey. Ich dachte, wir spielen freies Wörter assoziieren. Nein, so sagen dir die Männer in den Hey. lilanen Kutten was? Der Vatikan? Davon habe ich mal was im Fernsehen gesehen. Das war an einem Donnerstag. Nein, Mittwoch. Nein, es war Donnerstag, da bin ich mir sicher. Oh. Das bringt uns offensichtlich nicht weiter. Etwas anderes. Ja, ich habe alles, was auf der Liste steht. Ja, kann ich Ihnen das alles auf einmal geben? Halkum, Cäsium und Grüne Kohle. Hör auf zu plappern, gib mir das Zeug einfach. Deine Angeberei ist ja kaum auszuhalten. Nein, gib mir die aber. Ach, jetzt geht das wieder. Ja, wir geben es ihm. Okay. Wirklich, wir werden alle tot sein. Okay, ich gebe es ihm einfach, ne? Ja, halt, habe ich doch. Okay, so. Also, die Schale. Eine große Schale. Ja.
So, ich hoffe, dass er das auf die Reihe kriegt. Cäsium, bitte vorsichtig sein. Ist Cäsium nicht radioaktiv? Dreifache Doppelkorn. Aha. Ja, wunderbar. Bitte nur für eine, nur für wissenschaftliche Zwecke. Hey. Okay, das war alles, glaube ich. Dann werde ich mir mal einen Schluck nehmen. Nein! Naja, was soll's. Ich kann es sowieso nicht mehr ändern. Ab nach Hause. Ja, kommen wir morgen wieder. Morgen? Ich denke mal... nächstes Kapitel. Nummer 5. Oh yeah. Alles klar. Juhu. So. Aha. Was? Wie? Wer? Ach, ist schon wieder ein neuer Morgen. Guck mal, die Pflanze ist jetzt endgültig vertrocknet. Und da steckt was drin. So wie jeden Morgen. Was wollte ich doch gleich? Du wolltest erstmal... Nee, du hast noch alles bei. Wieso komme ich an diese olle Pflanze nicht ran? Verdrückte Pflanze. Da komme ich nicht ran. Ich... Pillen. Ich fühle mich seltsam. So, komme ich jetzt hier dran? Mit Malstift. Verdammt. Der Stift ist total eingewachsen in das verdorrte Teil. Okay, aber dafür haben wir ja die Schere. So, jetzt ist die zerbrochen. Ganz schön hartnäckig, das Teil. Wie, und du konntest es nicht mehr lockern? Mist. Ach, echt jetzt? Aber ich habe nichts anderes. Ich wüsste nicht, was ich sonst machen sollte mit der Pflanze. Na gut. Okay, ich glaube, wir gehen erstmal... Nee, wir gehen... Ich bin hier schon richtig. Wir gehen zu diesem Schweißgedings, ne? Okay. Warte mal, wo war es hier lang, ne? Ja. Okay, so. Und... Rote Pinnen. So, irgendwas muss ich hier noch machen. Ich fühle mich seltsam. Ja. Lass mich raten. Du kommst jetzt da oben drauf. Kommst du nicht? Okay, das kommt da drauf. Cool. So, und jetzt irgendwas mit Alkohol. Da rein. Cool. Und Knoblauch auch da drauf. Das sieht schon ganz gut aus. Ja. Ich bin... Jetzt könnte nicht mehr viel fehlen. Ich sollte mal schauen, wie weit das Buch ist. Alles gealt. Warte mal, hier liegt die Büroklammer. Die nehme ich besser mal mit. Ah, meine Glücksbüroklammer. Die habe ich hier verloren. Damit brechen wir gleich wieder aus. Ne? Wir werden jede Nacht neu eingeschlossen. Oh, und da gab es da auch noch den Code, den ich lösen muss. Na gut, Lüftungslabyrinth. Hier lang, ne? Ja, okay. Wieso? Es gibt nur eine Abzweigung. Ich verlaufe mich da. Toll. Super. Ich fühle mich seltsam. So, und dann zack und hier. Ich versuche das Schloss zu hacken, glaube ich. Geschafft. Yeah. Okay. Und da sind wir wieder. Hat sich was verändert? Sieht nicht so aus. Gut. Okay, ich hau ab. Nee, das machen wir erst in der nächsten Folge. Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis gleich. Tschüss.